Das Ende scheint nah. Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Am nächsten Tag schon wieder, weil ich einfach unglaublich Bock habe und vielleicht sogar das Spiel jetzt beenden kann. Wer weiß, wer weiß. Ja, ist immer so eine Sache bei Blindspielen, ne? Aber ich fühle es. Es wird nicht mehr wahnsinnig lang dauern. Und da bin ich sehr gespannt. Aber zuerst mal haben wir hier bei Drax Flotte noch etwas zu erledigen. Und zwar diese geheime Raumkacke da. Moment, wie macht man... Achso, okay. Genau. Steuerungsprobleme hier gerade. Hm? Da... Ich habe auch gerade ein ganz merkwürdiges Gefühl, es ist zwischen Hype und Entspannung. Was einfach daran liegt, dass... Moment, wie machen wir das jetzt am besten? Das war mit Quadrat, ne? Ich muss mich erst nochmal mit der Steuerung zurechtfinden, so. Dann muss ich gleich vor allem auf die Karte gucken. Läuft die Zeit weiter währenddessen? Nee, sie scheint tatsächlich anzuhalten, das ist gut. Stopp! Ach, ich wollte jetzt mit dem Stick nach unten. Gestern konnte ich das irgendwie besser. Eieiei. Okay, gut. Es funktioniert wieder hier. Ich komme wieder drauf klar. Hoffe ich mal. Das war dämlich. Ah ne, gerade war das Pre-Opening oder Soft-Opening oder was weiß ich von Klugheim im Phantasialand im Livestream. Und das war schon sehr exciting. Und danach musste ich wieder unbedingt nochmal diese geile Version von, wie heiße, Les Robinette oder irgendwie sowas. Vom Professor Layton Ending Theme hören von der Chateau de Pandora. Bin schon durch. Nee. Okay. Ich glaube, ich habe auch eine Ahnung, wo das ist. Moment. Ich komme gerade. Wieso kann ich keinen Turbo mehr machen? Drücke ich gerade die falsche Taste oder bin ich jetzt doof? Hallo? Wieso konnte denn jetzt keinen Turbo mehr? Moment. Ja, das ist die Taste für den Turbo. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gerade die ganze Zeit gedrückt. Warum auch immer. Okay, gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, auf jeden Fall, es ist wahnsinnig emotional und, also sowieso das Theme an sich schon. Aber diese Vocal Version, die ist richtig, richtig geil. Mit diesem Text, sehr passend. Einfach unglaublich schön. Also wer Professor Layton mag, der muss es auf jeden Fall mal gehört haben. Gilt aber generell eigentlich für so, ja, Spiele-Soundtracks, auch bei Zelda ist es ja recht verbreitet mit irgendwelchen Vocal-Versionen und sowas. Vocaloid oder wie diese Dinger da heißen. Sehr häufig zu finden im Netz, auf YouTube. Sehr geile Sachen. Habe ich auch alles in meiner Favorite-Liste, sage ich immer wieder gerne. Oh mein Gott. So, und dann müssen wir gleich irgendwo links, oder? Oder wie ist es? Müssen wir jetzt hier? Ja, hier müssen... hier müssen wir jetzt links. Ich schätze mal, das ist jetzt hier unwichtig. Hallo? Steuer doch bitte mal ordentlich. Doch nicht? Ist das doch von der anderen? Ich blick's gerade nicht, ne? Aber einen auf. Da ging's doch nicht lang. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, dann töte mich bitte. Ich meine, ich habe jetzt die Ringe nicht mitgenommen, deswegen werde ich jetzt hier sterben. Ich verstehe das mit diesen geheimen Bereichen ehrlich gesagt nicht so ganz. Da kam ich doch nicht lang, oder muss ich davon dann von der anderen Seite irgendwie lang? Ich verstehe das ehrlich nicht. Ist mir auch ganz ehrlich egal, wie komme ich jetzt zurück? Wo bin ich denn? Ich muss einfach nur hier einmal durchtauchen jetzt, ne? Ey, das ist... Ach. Nee. Unglaublich. Kriege ich nicht hin. Was waren da eigentlich für Ringe? Wofür war das? Ach so, da, dass wir da generell das Tor aufmachen konnten, glaube ich, ne? Hm. Okay, gut, dann scheiß drauf. Dann haben wir wieder die ersten Minuten, wie eigentlich bei jeder Aufnahme mittlerweile... verkackt und unnötige Scheiße gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zur Kyziel-Ebene, zur Kai, nennt's wie ihr wollt, auf nach Weldin. Ratchets Planeten retten. Das ist unser Ziel und ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt der Final Showdown stattfindet gegen Drac oder gegen wen auch immer. Oder ob das tatsächlich noch auf den neuen Planeten von Drac ausgelagert wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern. Davon bin ich sehr überzeugt. Die Sequenz gucke ich mir noch gerne nochmal an. Und wie es damit 100% aussieht, das werden wir dann irgendwann mal am Ende feststellen. Muss ich dann selber erstmal bewerten. Bin nochmal gespannt, wo wir jetzt landen. Ob wir direkt am Anfang landen. Also, beziehungsweise ob wir halt jetzt wirklich den... Doch, wir sind jetzt vor Regis Haus, wie es aussieht. Was ich gerade aus der Perspektive hier entnehmen kann. Tatsächlich. Ja.
Okay, hier stand ja der Drag im Infobot. Hier ist er jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und es ist also tatsächlich das, ja, erste Level. Das ist, das Intro-Level. Was nirgends mehr anwählbar war. Und wir jetzt auch wissen, warum. Was ich aber eigentlich ganz cool finde. Und es ist vor allem besondere Nostalgie. Ich liebe das ja sowieso, wenn man irgendwelche ersten Level am Anfang, am Ende des Spiels noch einmal als allerletztes macht. Sowas hat immer sehr viel Prestige einfach. Das hat sehr viel Nostalgie auch, schon fast. Hier habe ich meine ersten Schritte gemacht. Mit dieser Reihe, das ist unglaublich schön. Hat der Bot noch was für mich, der Händler? Der hat ja bisher immer nur noch dieses Ding da im Angebot, was ich mir sogar fast leisten könnte. Aber ich wüsste auch nicht, ob ich das tun sollte. Und die süßen Frösche vom Anfang, ach, ist das schön. Ich glaube, die waren aber ursprünglich noch gar nicht da, oder? Ich kann mich echt nicht mehr an den ersten Part erinnern. Das ist jetzt auch schon... Ich habe keine Ahnung, wie viele Part es jetzt gerade sein wird. Ich habe mich auch nicht alles gerendert, aber ich wüsste es auch so nicht, weil ich mir sowas sehr schlecht merken kann. Vor allem, wenn man vier Projekte am Laufen hat, dann ist es immer ein bisschen schwierig, sich das alles zu merken. An dich komme ich ran, das weiß ich. An euch komme ich ran, besser gesagt. Da werden auch weitaus mehr sein als nur du. Ich glaube, die Kröten waren dann tatsächlich noch nicht da. Ich meine, hier waren aber schon die ersten Gegner. Aber keine Ahnung, ne? Schon so lange her. Soll ich mal mit dem Blaster ein bisschen bearbeiten? Ich meine, ich komme doch eigentlich ran, deswegen. Ich kann jetzt eigentlich auch mit dem Schraubenschlüssel legen. Kostet keine Munition. Also eigentlich, ich komme da ran, ja, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, den zu treffen. Jetzt habe ich einen Energiepunkt verloren. Wegen dem Krüppel. Ja, ist ja nicht schlimm. Einer ist ja verkraftbar, würde ich sagen. Verschmerzbar. So schön, wie die mehr explodieren hier und man einfach so viele Bowls bekommt. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Da oben sind es die Leichen, ich glaube schon. Und sie schießen auf mich. Ja, es sind sehr wahrscheinlich tatsächlich die gleichen. Ich glaube, hier sollte ich dann aber doch mal meinen Blaster benutzen. Einfach aus kosmetischen Gründen. Ja, ich kann doch auch Dankeschön. Danke, dass du mal anvisierst, Junge. Ich will einfach nur den Typen da oben anvisieren. Aber er will die kleinen Hundis anvisieren hier. Was auch immer das für Dinger sind. Kröten eher, ne? Ich bin tot. Das ist erbärmlich. Ja, das ist ziemlich erbärmlich, würde ich mal sagen. Weiß nicht, aber Fakt, dass die Großen überleben. Aber ich würde sagen, wir haben es die ganze Zeit eigentlich so gemacht im Spiel. Beziehungsweise immer dann, wenn ich, wenn es mir zu blöd wurde und ich realisiert habe, wozu töte ich die überhaupt? Im Endeffekt nur wegen Geld, ja? Und, ich bin einfach so unglaublich ungeschickt gerade. Nee, aber wozu? Wozu? Ganz ehrlich, wozu? Es macht aber... Also, es ist nicht nötig. Sinn macht es schon, weil, wie gesagt, es gibt Geld, aber... Es ist nicht nötig und wir wollen Drag aufhalten. Und das war genauso unnötig. Okay, den kann ich mal gerade töten. Der hat mich schon wieder fast getroffen. Unglaublich. Ich bin nicht gut gerade, ja. Merkt man vielleicht? Kann man vielleicht erahnen? So, hier haben wir jetzt zum ersten Mal den Ratchet getroffen. Den Clank getroffen. Hier oder da drüben. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hab die Wege jetzt so ein bisschen vertauscht damals. Heilige, ein Panzer. Ich krieg zu viel. Ja, der wird mich so oder so töten wahrscheinlich. Ach, da wo springe ich denn eigentlich hin? Aber schön, das ist eigentlich genau die Stelle, wo ich damals runtergefallen bin. Damals, vor zwei Monaten. Vor einem Monat. Da bin ich auch runtergefallen, weil ich da irgendwie dachte, da wäre was. Wo mich die Texturen einfach nur ein bisschen verarscht haben. Oder sagen wir besser, ich habe sie missinterpretiert, weil verarscht haben die mich ja eigentlich nicht wirklich. Es war eigentlich recht offensichtlich, dass er nicht sein konnte. Schon wieder fast übers Ziel hinausgeschossen. Boah, das war geil, ne? War zwar nicht geplant, aber war geil. So, was mache ich jetzt gegen den Panzer? Zerstörer war ja eigentlich immer ganz geil, ne? Oder was habe ich da benutzt? Oder habe ich da die Todeshandschuhe benutzt? Ist auch egal, Zerstörer. Verwüster. Ich sag mal Zerstörer. Ist eigentlich schon ganz geil, Ding, ne? Auch schon. Beziehungsweise er schießt schon auf mich. Wirklich auf mich zu, kommt er noch nicht. Ist schon nicht unbedingt nötig. So. Zwei Zerstörer und das Ding ist tot. Leider habe ich einen unnötig noch abgeballert, weil ich nicht wusste, wie viel er aushält. Nee, aber da lohnt sich der Verwüster, denke ich mal, schon.
ja, wirklich mal einzusetzen. Wieder die falsche Taste gedrückt. Ich frost mir. Hallo. Ich drücke die ganze Zeit Kreis, verdammt. So, wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich muss vor allem tatsächlich erstmal die Typen töten. Ja, da sind es halt mehrere. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Ja, was soll ich denn da machen? Das sind drei von den Heinis. Das Ding ist, auch mit meinem Blaster würde das nicht besser funktionieren. Vor allem muss ich da durch die Typen dadurch. Ich hasse es. Also durch die scheiß Panzer. Ach, es fuckt ab. Ja, es wird nicht leichter hier. Ist ja klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Drake halt wirklich nicht so der Final Boss ist, sondern dass wirklich dieses riesen Planetenzerstörer-Dings da ist, was wir da gesehen haben. Aber es eigentlich so aussah wie jedes andere Teil, was sie da vorher benutzt haben. Einfach so wie Engine halt. Das war jetzt noch nicht die Stelle. Hier war ja der erste Panzer. Den wir mit unseren lustigen Verwüster-Munition, die wir mal getippt haben. Was wir diesmal tun werden. Wow, der hat mir schon wieder 3 Energie abgezogen. Wie geht das denn? Wieso? Abhauen. Vielleicht sind hier die Visi-Bomben ganz gut. Vielleicht wäre ich damit ganz gut beraten. Wenn ich mich hier hinstelle. Habe ich noch welche? Ja, ich habe ja welche neu gekauft und brauche die dann, glaube ich, nicht, ne? Das Clevere ist, ich habe die, glaube ich, gerade durch den Verwüster ausgetauscht. Ah, ich hasse es. Ich mag die Visi-Bomben auch eigentlich nicht, ne? Ach, eine haben wir noch. Ja gut, das lohnt sich dann auch nicht. Dann würde ich sagen Blaster. Dann hoffen wir mal auf den Autofokus hier. Der natürlich super funktioniert, wie man sieht. Wow. Wow, Endlaser. Ich würde gerne mal verwüstern. Ja. Ach, ich hasse es. Das ist doch so kacke, echt. Ja, das nimmt mir gerade schon wieder den Spielspaß hier, weil es einfach, oh Gott, unglaublich nervig ist. Absolut nicht notwendig. Vielleicht sollte ich mir doch mal die letzte Waffe jetzt kaufen. Komm, ich kaufe mir die jetzt einfach. Scheiß drauf. Weh, ich brauche gleich nochmal Money, echt. Ich kaufe mir den Scheiß jetzt. Vielleicht ist es der Hit hier. Ich weiß es nicht. Stromklaue, her damit. Zeig mir, was du kannst. Locker ist es voll der Bullshit. Aber es ist teuer. Komm, es muss gut sein. Was kannst du? Komm, das wird jetzt hier der Burner sein, okay? Ich vertraue auf dich. Ich würde gerne mal an dem da testen. Zum Einsatz der Stromklaue musst du die Kreistaste gedrückt halten. Bringt ja sonst nichts. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall recht nützlich aus. Und was heißt hier, muss ich gedrückt halten? Ich muss gar nichts. Kostet nur unnötig Munition. Und ich habe da leider nicht so viel von. Ich fände es eigentlich cool, wenn man sich so bei den Munitionskisten quasi selber aussuchen könnte, was man aufladen will. Eben auch so wie bei Mega Man. Dass man halt wirklich selber entscheidet, gut, ich brauche von der Waffe was, ich will von der jetzt was haben, gib her. Aber das geht ja leider nicht. Wir bekommen nochmal Blaster-Munition. Ja, aber man kann ja nicht so gut mit dem Blaster arbeiten. Wieso habe ich denn schon wieder... Verstehe ich echt nicht, ne? Den werde ich aber nicht mit dem Ding ankommen, oder? Natürlich nicht. Ach, es ist zum Kotzen. Wobei, hat sich das gerade irgendwie selbst in die Luft ich weiß es nicht. Ich habe halt auch nur 10 Verwüster. Und das ist alles ein bisschen doof. Ich kann das gerade wirklich sehr schlecht managen. So, wann ich was brauche und sowas. Und wann es sich lohnt, sowas einzusetzen. Und das ist schon wieder scheiße. Ich habe schon wieder einen Energiepunkt verloren, weil ich die scheiß... Ich töte mich, komm, ich töte mich. Das ist mir zu blöd. Das kann ich echt nicht. Nee, ich muss doch jetzt hier mal durchkommen. Ohne Energieverlust. Also hier darf das echt nicht passieren. Ich mache immer wieder denselben Fehler hier. Es darf einfach nicht passieren, wirklich nicht. Ich bin an einer Stelle, wo ich absolut keine Energie verlieren darf, weil ich die da hinten brauche. Deswegen ignoriere ich hier auch eigentlich alles. Was ich leider aber manchmal nicht einhalte. Selber. Geile Scheiße! Ich bin wieder gegen die Deko geflogen. Wow! Ist das episch. Was kann ich denn gegen den Panzer tun, verdammte Scheiße? Außer jetzt direkt wieder meine Verwüster-Munition verschwenden. Was ich echt nicht will.
Ja, Wahnsinn. Ich hab die gar nicht ausgerüstet. Das war's gut. Ja, und ich bin sowieso runtergefallen. Wow, und hab noch gleichzeitig die eine Munition verschwendet. Ach, ich bin da jetzt so unglaublich geizig, was auch logisch ist, weil ich einfach nicht mehr viel davon hab. Zu geizig bin, was zu kaufen. Und ich es einfach brauche. Na, ich finde das halt so kacke, dass man die dann einfach natürlich verliert, wenn man das... Das ist einfach so mega asozial. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da alles kommt und wie man das alles besiegen will und dann immer wieder neue Munition braucht. Und das ist was. Das bringt mich zum Verzweifeln. Ich mag das nicht. Wirklich nicht. Das ist ein doofes Prinzip. Vielleicht sollte ich hier einfach mal den ersten Hain da platt machen. Den kann ich ja auch im Nahkampf sogar platt machen, den Hain. Dass ich erst dann den Panzer anvisiere. Ja, wow, jetzt haben wir immer ein paar mehr Energiedinger. Bringen denn die Todeshandschuhe vielleicht was gegen die? Ich weiß ja nicht, die sind in der Luft. Ich weiß nicht, zerstören die auch? Da kommen die nicht ran, ja. Aber die treffen mich! Heilige. Ach, fickt euch echt. Ich kaufe mir jetzt die Dinger. Weil mir das echt so blöd ist gerade. Wo ist denn das Ding jetzt? Hallo. Moment. So, jetzt Kreis drücken und jetzt will ich verdammt nochmal Visibomben haben. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Ah, ich habe kein Geld mehr. Ich habe ja gerade die Waffe gekauft, ich bin genial. Okay, dann muss jetzt mit den Visibomben vielleicht erstmal so reichen. Eh nicht. Ja, vor allem habe ich nicht ausgerüstet. Ach, ich hasse es. Vor allem brauche ich den größten Teil hier meiner Waffen eh gerade nicht. Zum Beispiel ein Pyrozitor brauche ich auf keinen Fall, so. Das möchte ich auch mal gegen die Stromklaue wechseln. Dann werfen wir doch einfach mal eine Visibombe und hoffen einfach mal, dass wir da viele mit dem Tod reißen können. Nicht mal einen. Der ist nicht mal gestorben, der Typ. Ja, ernst. Aber das hat die doch berührt, oder? Bin ich jetzt doof? Treffe ich die tatsächlich nicht. Okay, ich glaube, ich habe einfach mal zu früh. Ja, ich will versuchen, den Panzer zu töten. Das ist natürlich episch. Wenn das klappen könnte. Ja, super. Ich glaube, die Typen an sich sind ja jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Die kann ich ja mit meiner Stromklaue töten. Geht halt darum, dass der Panzer auf jeden Fall erstmal nicht mehr da ist. Du Arsch! Komm her! What? Was war das für ein Kameramovement? Hallo! Das können wir doch nicht machen! Die Irrensäcke. Ja, toll. Das war hervorragend. Das Ding ist echt kacke. Ja, man muss tatsächlich doch so ein bisschen gedrückt halten, ne? Sonst bringt das nichts, tatsächlich. Kann ich den jetzt aus der Entfernung ballern? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre zu einfach. Fickt euch. Ich hab doch keine Energie. Wie stellt ihr euch das vor? Ich glaube, Stromklaue lieber. Wenn das überhaupt geht. Dann gehen wir jetzt mal aus. Ich bin tot! Ich hasse es! Das Spiel ist kacke! Ach Mann! Jetzt habe ich doch gar nichts mehr! Was soll das denn? Ich habe kein Geld! Ich habe überhaupt nichts! Wirklich! Ich stehe am Ende! Ich habe gar nichts mehr! Und hier ist es heiß wie sonst was! Boah, ich krieg das Kotzen gerade. Wirklich, ich habe gar keinen Bock mehr gerade. Es klappt überhaupt nichts! Ich habe doch keine Ahnung, was ich gegen dieses fette Teil machen soll! Und ich habe auch keine Waffen mehr dafür. Noch keine Geld mehr für Waffen. Keine Geld mehr. Geil. Grammatik habe ich auch schon nicht mehr. Ist auch das Unwichtigste hier gerade. Ist doch alles kacke. Stirb. Ich bin an dich rangekommen, verdammter Sack, ey. So. Echt dämlich gerade. Wenn ja wenigstens diese Bomben was bringen würden, ne? Egal welche, also diese Handschuhe nämlich. Zum Beispiel eben jetzt die Minenhandschuhe, die Bomben, die Todeshandschuhe, die sind ja immer die besten gewesen. Aber an diese hohen Typen kommen die nicht ran. Die Panzer sind ja generell auch das Problem, natürlich. Bei denen muss ich sehr darauf achten, dass ich die rechtzeitig töte, weil sonst sind die... Die haben halt so eine hohe Schussfrequenz und die treffen mich generell einfach immer. So, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, das wollte ich nämlich vermeiden, dadurch, dass ich immer durchrenne. Dass ich mich auf einen konzentriere und der andere mich abballert.
Ja, und jetzt hat der mich auch... Wieso habe ich denn noch... Das gibt's doch... Wieso habe ich 2 Energiepunkte? Hallo? Ich wurde 2-mal getroffen. Dann müsste ich noch 3 haben, wenn man rechnen kann. Das können die hier aber irgendwie nicht. Wieso habe ich hier eigentlich dieses Energiedingsbums noch nie mitgenommen? Beziehungsweise daran gedacht, dass hier Energie sein könnte. Das ist irgendwie arm. Wirklich. Aber hier trifft mich der Panzer auch schon, der Sack. Ich bekomme Stromklauen-Munition. Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich denn nicht einfach darüber gleiten? Ich versuche das mal, oder? Versuche ich das? Ich versuche es nicht, oder? Ach, was habe ich denn schon zu verlieren? Ja, ein Leben. Also keine Leben. Also habe ich ja nicht. Ist doch alles scheiße. Ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie den Part zu beenden, weil ich nicht weiß, was ich beim nächsten Mal anders machen soll. Es war rundum schlecht, was ich jetzt hier... ist. Heilige. Ich dachte jetzt, das wird so richtig schön chillig wie die... Die letzten beiden Planeten gingen eigentlich voll klar. Oder die letzten 3 Planeten eigentlich. Generell, so die letzten Planeten. Ist ja vollkommen egal, wie viele der letzten Planeten. Das war eigentlich alles recht einfach, du Bastard! Aber das hier ist einfach nur Kacke. Das ist einfach nur Kacke. Scheiß auf deinen Planeten, Ratchet, echt. Zieh doch hier beim neuen Planeten vom Jack ein und alle leben hier Friede, Freude, Eierkuchen. Ist doch viel schöner. Da muss ich mich vor allem nicht durchschlagen. Meine Güte. Fehlt sowieso nur noch, dass Politiker jetzt ankommen. Ist ja voll der Nationalist hier, der will seinen Planeten retten. Das geht ja gar nicht. Meine Fresse, hau ab, Junge. Ja, Wahnsinn. Der andere ballert mich wieder. Und ich treffe den nicht. Was soll das denn? Komm her, du Bastard. Ich sagte, komm her. Ist ja nicht wahr hier. Du hast ja einen Stilpunkt verdient. Oh, das ist schön. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich habe mir einen Stilpunkt verdient. Dann kann ich auch wenigstens behaupten, ich habe in dem Part was geschafft. Das freut mich. Es ist trotzdem armselig, was ich hier gerade mache. Und ich muss ganz schnell abhauen, weil der Panzer mich... Ja, was soll ich denn da machen? Wie soll ich jemanden ausweichen? Ich brauche die fucking Energie. Wofür platzieren die denn da? Zum Trollen oder was? Ist doch nicht wahr. Ja, ich habe den wieder nicht getroffen. Das heißt, ich verliere gleich wieder Energie. Bin auch auf einem ganz komischen Wege gerade. Von hier aus trifft er mich nämlich wahrscheinlich noch nicht. Oder die beiden Dinger da treffen mich nicht. Von hier aus hätte ich mit dem Verwüster zum Beispiel mal eine Chance oder sowas. Generell halt, ne? Dass ich das Ding nicht treffe, ist so unlogisch pur. Aber gut, was will ich machen? Also ich kann jetzt gerade zum Beispiel auch einfach nicht, das Ding versuchen, ich möchte jetzt auf keinen Fall hier die, Verwüster verschwenden, echt nicht. Im Endeffekt, was mache ich hier gerade? Ich farme irgendwie ja schon Geld. Damit ich in der, vielleicht nochmal irgendwie mir Waffen kaufen kann, damit ich das vielleicht irgendwie schaffe. Weil gerade ist echt... Kacke am Dampfen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich töte hier nochmal so ein paar kleine unschuldige Kröten. Hol mir mal ein bisschen Geld. Dann werde ich beim nächsten Mal einfach versuchen, mit meinen Verwüstern, die ich dann habe, da durchzukommen. Indem ich vor allem erstmal die Panzer zerstöre, aber vielleicht auch die heilen. Ich weiß es nicht. Aber bei dir sind mit dem Verwüster gar nicht so geil. Für die gibt es eigentlich keine richtige schöne Waffe. Das Ding ist, ich könnte die mit dem Blaster natürlich töten. Aber entweder muss ich da halt, ja, ich sag mal, eine gewisse Deckung haben, dass ich halt mehr oder weniger in Ruhe steuern kann, wo ich hinzielen will. Oder der muss einen guten Autofokus haben und den hat er nicht. Den hat das Spiel einfach nicht. Deswegen ist das Kacke pur. Und hier so geht gar nicht bei den ganzen Gegnern. Das kannst du vergessen. Das kriegt man nicht hin. Wirklich nicht. Wir haben gleich wieder so um die 1000 Bolts. Ist ja erstmal ganz nett. Und da schießt schon wieder einer auf mich. Ich weiß, welcher Typ das war, aber da ist doch eigentlich eine Wand, oder? Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Werde ich noch Bock auf dieses Spiel. Bis dahin. Tschüss.